So, meine lieben Freunde und damit hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Resident Evil 3, dem Remake des Urgestein-Klassikers Resident Evil 3. Wir sind immer noch im Krankenhaus, haben wir in der letzten Folge mit Jill alles so ein bisschen geplündert, was hier noch übrig war, was wir mit Carlos nicht öffnen konnten, können uns jetzt aber auf den Weg machen, Carlos zu verfolgen, soweit ich weiß. Wir haben soweit eigentlich keine Items, die wir irgendwo einsetzen können. Haben aber noch Haufen Ressourcen in der Truhe, denn die werden uns bestimmt später noch richtig nützlich sein. Und jetzt gehen wir hier nach rechts. Wie gesagt, das Krankenhaus haben wir in der letzten Folge komplett geplündert. War ein bisschen langweilig, die Folge ist nicht viel passiert. War eine reine Plünderrunde, die musste aber sein, weil die ganzen Items liegen lassen, wäre echt schade gewesen. Und jetzt schauen wir mal, was uns erwartet, wenn wir Carlos folgen. Eigentlich müssten wir uns jetzt schon so im letzten Bereich des Spiels so ein bisschen eingefunden haben, weil ich habe gehört, das Spiel geht so 5-6 Stunden. Die haben wir jetzt so grob erreicht, glaube ich zumindest. Das heißt, so derartig lange sollte das Game gar nicht mehr gehen. Und wie gesagt, sobald ich das Spiel durch habe, werde ich mich daran machen, ein paar Speedrun-Versuche zu machen und dann anzufangen, auf Twitch die Speedruns mal ein wenig zu streamen. Und eventuell auch League of Legends zu streamen, weil das Spiel hat mich jetzt so überzeugt. Ich bin mittlerweile so im Fieber. Hab diese Season auch schon ein paar Stunden in League of Legends investiert. Bin immer noch Bronze, aber ich will auf Twitch auch mal wieder aktiver sein. Und da denke ich, dass die zwei Sachen als Hauptthema, Speedruns und League of Legends, vielleicht ganz cool sind. Obwohl ich mir bei League of Legends nicht so sicher bin, weil man da ja oft ziemlich hart geflamed wird und ich auch nicht sonderlich gut im Spiel bin. Ich hoffe einfach mal, dass das glatt geht. Aber anfangen werde ich auf jeden Fall mit Resident Evil 3 Speedruns. Aber erstmal wollen wir das Spiel casual beenden. Okay. Es könnte sein, dass hier unter dem Krankenhaus auch eine Anlage irgendwie ist. Ist zumindest schon mal ein ziemlich großer Fahrstuhl. Jetzt haben wir uns ja gar nicht groß umgesehen. Aber hier liegt nichts mehr. Oh, Umbrella. So. Wo hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Tja. Weil Umbrella wahrscheinlich sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um alle, die davon wissen, so unter Druck zu setzen. Oh, fahre ich jetzt wieder hoch? Nee. Ich fahre den Lift hier runter. Okay. Hm. Hier ist immer noch rot. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Mir scheint soweit nichts zu liegen. Also das Spiel hat mit dem Original, ich muss es immer wieder sagen, wirklich sehr wenig am Hut. Und ich muss auch sagen, ich finde das Spiel sehr gut. Aber den Remake vom zweiten Teil finde ich sonderlich viel gelungener. Das hier fühlt sich so ein bisschen an wie, okay, wir wollen noch schnell ein Game rausbringen. Trotzdem ist es ein gutes Spiel, das kann man nicht sagen. Aber für Fans der alten Serie oder des alten Spiels. Oh, noch eine Inventarerweiterung. Das ist jetzt schon echt viel. Fahrstuhlnotiz. Wir haben ein Problem mit den Schaltkasten festgestellt, bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermaschinen ihn überlädt und die Sicherung durchbrennen lässt. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen und den Aufzug nicht zum Laufen bringen können, bleiben Sie bitte ruhig. Sammeln Sie die Sicherungen von den im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren und starten Sie damit den Hauptgenerator so schnell wie möglich neu. Okay. Das war mal wieder ein wichtiger Hinweis für uns. Die Tür hier scheint zu sein, okay.
Das sieht ein bisschen aus wie ein Areal, wo mal schnell ein Bossfight auf uns warten könnte. Ah! Hallo, mein Bester. Der hat doch bestimmt was Schönes für uns vorbereitet. Deine Zähigkeit. Aber leider enden unsere Spielchen hier. Du glaubst, es ist vorbei? Oh, okay. Alter, ist der nackt? Das ist ja ultra eklig. Oh Gott, aim mit Gamepad. Oh, shit. Alter, ich aim ja wieder letzte Idiot. Oh Gott. Alter. Hallo? Okay, der ist unsterblich. Was zur Hölle ist mit dem los? Alter. Okay, wir laden mal vom letzten Checkpoint, weil das ist ja Blödsinn. Der scheint ja wahrscheinlich wirklich unsterblich zu sein. Irgendwie. So, jetzt müssen wir die Sicherung suchen. Mal sehen. Eigentlich gibt es ja hier irgendwie keine Wege mehr. Ah. Okay, mein Freund. Komm schön her. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich dachte gerade, der kommt mit auf den Fahrstuhl. Das wäre ein wenig ungeil geworden. Jetzt mal die Kisten looten. Pistolen und Flintenmuni. Das kommt ja wie gerufen. So, da haben wir die erste Sicherung. Noch denke ich wirklich, dass das Speedrun-mäßig... Wow. Oh! Hund! Alter! Ungeil! Bin ich gerade erschrocken. Komm her, Hündchen. Oh Gott. Sind wir schon auf, ja, wir sind schon auf Warnung. Der Typ stolpert da hinten immer noch rum. Was ich sagen wollte, ich denke trotzdem, dass das Spiel Speedrun-mäßig einfacher sein wird als der zweite Teil. Wie gesagt, den zweiten habe ich ja ein bisschen gerunnt für mich. Alter, das springt doch alles, dieser dämliche Vollhonk. Einfach, um es mir schwer zu machen. Aber das hier fühlt sich... insgesamt ein bisschen leichter an. Mal sehen, ob das auch wirklich zutrifft. Dann Zomboy. Alter.
Ist hier eine Mod aktiviert, die Zombies einfach unsterblich macht? Ey, wirklich abartig. Eine Sackgasse. Nein, Moment. Ah, hier geht's weiter. Toll, jetzt finden wir noch einen Red Herb. Gut, dass wir das Grüne vorhin geschluckt haben. Verdammt. Was kommt nochmal raus, wenn ich die beiden Dinger zusammenmische? Kombiniert mit Brandgranaten, mit B. Okay. Nee, Granaten brauchen wir jetzt erstmal nicht. Oh! Ey, das Geräusch hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das im Video gehört habt, aber das hat ganz, ganz komisch geklungen. Oh, wieder ein Zombie. Ach, jetzt haben wir hier wie eine Art Shortcut. Hier wird wahrscheinlich die zweite Sicherung sein. Ne, was sind das? Ah, okay, eine Waffenerweiterung. So schnell wird eine M3 draus. Eine verbesserte. Wahrscheinlich können wir jetzt... Was kann man jetzt mehr? Keine Ahnung. Ach so, sind die Kugeln jetzt sozusagen... Nee, Quatsch. Keine Ahnung, was das jetzt bewirkt hat. Egal. Können immer noch nur 6 Schuss in die Flinte laden. Gut, okay. Wenn wir das Ding hochfahren, können wir ja rüber, ne? Dann versuchen wir das doch mal. Vielleicht ist ja da oben auch eine Sicherung versteckt. Pistolenmuni. Dafür müssen wir den Fahrstuhl hier runterfahren, hochfahren. Puh, okay, wir gehen erstmal durch die Tür da hinten, vielleicht. Ziemlich kompliziert aufgebaut, das Lager hier. Oh, hi. Gott. Im Himmel. Alter, klein mal. Gut, die sind wirklich unsterblich einfach. Das lesen wir uns später durch, wenn überhaupt. Ach, okay, jetzt sind wir wieder im Safe Room. Alles klar, gut. Dann können wir hier schnell mal speichern, mitnehmen. Na gut, können wir wenigstens noch ein grünes Kraut. Ah nee, das tun wir mal weg. Das tun wir weg. Und das kombinieren wir. Gut. Liftschalter, Liftschalter, Liftschalter. Das ist das erste Mal im Spiel. Ja, die sind wirklich unangenehm, ne?
Ah gut, wir können mal wieder. Wir kommen mal wieder von einer anderen Richtung. Jetzt sind wir nämlich mal da oben. Da macht uns natürlich der Typ einen Strich durch die Rechnung. Treppe können wir auch nicht benutzen. Das sind echt uncoole Gegner, Mann. Man kann auch gut vorbeidodgen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Das Ding fährt wahrscheinlich dann einfach irgendwie. Ach, komm, hör auf. Ich hätte voll gedacht, dass wir das von unten machen müssen. Aber so kompliziert ist es ja gar nicht. Irgendwas ist hier drin, Freunde. Irgendwas ist in diesem Container und ich will ehrlich gesagt nicht wissen, was. No! Ja, okay. Ein Hunter. So ein Kanalisationsvieh war da drin. Na, super toll. Haben wir irgendwas Cooles mit? Eine Granate oder so? Natürlich nicht. Aber wir haben die zweite Sicherung. Oh, hier können wir uns richtig Granaten bauen. Das sollten wir auch machen, ey. So, jetzt haben wir hier im Puh. Jetzt weiß ich erstmal nicht so richtig, wie es weitergeht. Die Viecher sind natürlich mehr als unangenehm. Ich will auch wissen, was in dem Container ist. Ich werde es killen. Komm, mach dein Mäulein auf. Sehr schön. Zum Glück gibt es in dem Spiel so schön viel Munition, dass man hier einfach bedenkenlos ab und zu mal rumballern kann. Das war's. Ein fucking grünes Kraut. Mehr nicht. Mehr nicht. Wirklich. Nur ein grünes Kraut. Super. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Wir waren hier. Da, da, da. Das ist ein Lift. Jetzt ist die große Preisfrage, wo ist die letzte Sicherung? Durch. Nee, hier waren wir ja vorhin. Was ich mich gerade frage, es gibt ja nicht viel mehr als das, was wir jetzt schon erkundet haben. Hier läuft der Zombie durch die Gegend. Hier waren wir in dem Bereich. Boah.
Es ist Resident Evil 3, das Remake. Bisher hatten wir keine Schwierigkeit mit irgendeinem Rätsel. Das heißt, es kann sich ja hier jetzt nicht schlagartig irgendwie ändern. Da ist noch eine Leiter. Ach, Moment, das ist vom Büro aus. Liegt noch was. Das heißt, wir müssen da die Leiter runter. Hier müssen wir ra- Ah, okay. Alles klar, ich glaube, ich habe es gesehen. Moment. Da links ist noch eine Tür? Lol, die habe ich gar nicht gesehen. Wie? Ich bin noch ausgewichen, verdammte Kacke. Die Tür habe ich nicht gesehen, Freunde. Die ist mir entgangen. Ach, come on! Nein! Haben wir nochmal Heilung mit? Ach, scheiß drauf, benutze das Ding. Muss ich eh, weil ich die Sicherung einsammeln muss. Okay, das war's. Gut. Jetzt haben wir alle drei. Ich glaube, den scheiß Idioten hier drin, den schieße ich jetzt einfach mal kurz um. Ich hab keinen Bock, dass der mich nochmal beißt. Wir werden vorher mal ein bisschen Bullshit ablegen. So, und safe. Das läuft doch heute wieder wie am Schnürchen, Freunde. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wo wir die Dinger einsetzen. Irgendwo da hinten wahrscheinlich, oder? Ja! Ah, wie ist sie hier drin? Irgendwas haben die Programmierer ja falsch gemacht. Irgendwie haben die mich hier nicht auf dem Schirm. Die Zombie-Idioten. So. Nikolai. Natürlich ist er weg. Als würde er... Chill, jetzt enttäuscht er mich aber ein bisschen. Als würde Nikolai hier auf mich warten. Oh, langer Lauf für die Mac. Unfertiger Bericht. Aha. Infiltrieren, sporadische Unruhen, Beginn der Mission, 5 RPD-Polizisten gegen einen Pack von 20 beobachtet. Polizisten in 20 Minuten dezimiert, Testlauf an der Universität. Aha, zum Campus umgeleitet, bla bla bla. Okay, das scheint von Nikolai der Bericht zu sein. Beobachtet, wie die Biowaffe konventionelle Waffen nutzt. Sie scheint stark fixiert auf die Terminierung von Jill Valentine und kennt den Aufbau der Stadt. Metamorphose in der Biowaffe durch Kampf gegen Jill Valentine ausgelöst. Video angehängt. Jill Valentine wurde infiziert und ist bewusstlos. Aber wie befohlen, Proben gesammelt. Okay. Nikolais Bericht. Aber das haben wir ja alles selbst erlebt. Jill! Tyrell. Hab sie erreicht. Sie geben uns eine Chance. Ah. Ah. Sie stoppen den Angriff, wenn... Und das ist ein verdammt großes, wenn... Wir ihnen den Impfstoff liefern. Bevor sie starten. Ah. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht. Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Hier lang. Okay. Und nochmal ein Save Point. Also, ich find's fast ein bisschen viel. Jetzt können wir auch eigentlich mal... Das Spiel ist eh bald vorbei. Komm, wir können uns jetzt mal was Gescheites hier zusammen basteln.
das A-Zeug. Ach, wir nehmen einfach die Brandgranaten mit. Haben noch 4 Plätze. Das verstauen wir nochmal. Gut, okay. Falls jetzt doch irgendwie ein Bossfight auf uns wartet, nehmen wir mal lieber den Granatwerfer mit. Der Impfstoff ist weiter vorn. Oh, oh. Wisst ihr, woran mich dieser Gang gerade komplett erinnert hat? Das war gerade wie ein Flashback. Kennt ihr den ersten Resident Evil Teil? Resident Evil 1, den Film? Da sind die auch in so einem Gang. Im Hive unten. Und da ist das Ding, diese Laser, ihr wisst, was ich meine. Daran erinnert mich das gerade übel. Sicher, du willst nicht anhalten? Aber... Halten? Wofür? Ich schaff das schon. Das wird's wohl nicht sein, Gott sei Dank. Aber der Gang... hat mich voll daran erinnert. Scheiße. Alter Schwede. Geh weiter, wir sind fast da. Nein. Wow, was für ein widerliches Vieh. Scheiße, Mann. Ich dachte, Tyrell überlebt das Ganze. So, das fühlt sich jetzt alles schon sehr nach Endgame hier an. Okay, hier brauchen wir auch eine Keycard oder so ein Scheiß. Und noch ein Savepoint. Wofür? Wofür, Leute? Jetzt mal ohne Scheiß, wofür? Der ist doch komplett sinnlos. An alle Nest 2 Mitarbeiter. Das ist Nest 2, alles klar. Nest 1 ist Resident Evil 2 unter dem Polizeipräsidium. Die Ziele dieser T-Virus-Forschungseinrichtung unterscheiden sich die von denen der Nest-Haupteinrichtung. Wir konzentrieren uns hier auf reale Einsatzfälle, die bei der Entwicklung neuer Biowaffen auftreten. Beispielsweise die Erforderlichkeit eines T-Virus-Impfstoffes oder auch eine neue Waffensystem mit der Fähigkeit, Biowaffen unter Kontrolle zu bringen. Einige Aspekte unserer Arbeit hier können gefährlich sein. Daher ist es unerlässlich, dass alle Mitarbeiter die Arbeitsplatzvorschriften mit äußerster Sorgfalt einhalten. Insbesondere wird der unerlaubte Zutritt von nicht genehmigten Besuchern oder die Entfernung von arbeitsbezogenen Daten oder Materialien mit strengen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Es ist eine große Ehre, Teil einer der besten Forschungsorganisationen der Welt zu sein. Halten Sie sich das immer vor Augen und befolgen Sie die Vorschriften, während wir neue und revolutionäre Technologien entwickeln. Alles klar, jetzt haben wir auch gleich die Map. Was ist bitte das? Ach so, ein Herb liegt hier noch rum. Das hätte ich doch glatt übersehen. So, ich denke trotzdem mal, dass die Munition... Ich meine, haben wir hier noch... Haben wir noch die Mac, ne? Die Mac haben wir auch noch. Die müssten wir eigentlich mal kombinieren. Wo ist denn die Mac? Die haben wir noch vor kurzem erst eingesammelt im Krankenhaus. Man hat so viele Items, ich sehe gar nicht mehr durch. Die wird jetzt richtig reinscheppern. Deswegen machen wir mal Folgendes. Wir legen mal die Flinte ab. Und nehmen dafür die Mac mit, die Mac-Munition mit. Ergibt kombiniert mit Schießpulver Flint-Munition oder Mac-Munition bei Kombination von 2 Einheiten. Okay. 2 Einheiten, hochwertiges Schießpulver. Haben wir nochmal eins? Da haben wir nochmal eins. Oh, krass. Okay, hochwertig, hochwertig, hochwertig. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Muni, Freunde.
denke, da sind wir gut gewappnet jetzt, ne? Dann hauen wir das noch weg. Nehmen nochmal eine Heilung mit irgendwie. Sortieren das Ganze noch ein bisschen. Ich drücke hier andauernd die falschen Knöpfe. Bewegen ist X. Okay. Das Ding. So, das ist doch schön sortiert. Perfekt. Also ich denke, die Mac. Schnellzugriff. Ist schon eine krasse Knifte, ne? Mal sehen, ob die dann Endboss niedermäht. Das wäre natürlich auch eine geile Speedrun-Taktik, hier bis zum Ende zu warten. Und dann die Mac zu benutzen. Um den Gegner schnell zu killen. Aber ich werde mir sowieso den Weltrekord angucken und mich danach so ein bisschen richten. Ob ich es umsetzen kann, ist eine andere Frage. Wahrscheinlich eher nicht. Aber Übung macht ja bekanntlich den Meister. Come on, Mann! Ey, die Zombies sind wirklich hartnäckig. Das ist fast schlimmer als im zweiten Teil. Was ist denn das? Isaac Graves Tagebuch. Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistung gut. Und am wichtigsten, sie versprachen mir, dass ich einen Beitrag zu modernster medizintechnischer Forschung leisten würde. Für einen Universitätslehrenden aus nirgendwo, Amerika, war das eine unglaubliche Chance. Wie ein Gewinn im Lotto. Also nahm ich an. Ich überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Raccoon City gezogen. Nun, im Nachhinein weiß man es immer besser. Dieses Labor ist eine Höhle von Monstern, die grausame und barbarische Experimente mit dem einzigen Zweck durchführen, menschliches Leben in der abscheulichsten Weise wie möglich zu nehmen. Es ist krank. Die Welt muss davon erfahren. Aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Cassie denken. Und kriege dann sofort kalte Füße. Umbrella hat diese Stadt in der Tasche. Es gab da diesen Typ, den sie dabei ertappten, wie er Firmengeheimnisse nach draußen schmuggelte. Sie haben ihn regelrecht an die Betas verfüttert. Verfüttert! Ich habe alles mit angesehen. Ich habe meine Frau und Tochter damit reingezogen. Ich muss nur meinen Job machen. Nur machen, was sie mir sagen. Ihretwillen. Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe und dass ich meine Lektion gelernt habe. Okay, natürlich. Natürlich gab es Mitarbeiter von Umbrella, die wahrscheinlich es nie so geil fanden, was hier abgeht. Kann ja auch keiner ahnen, dass das so ein krankes Unternehmen ist. Aber viele werden natürlich auch Angst gehabt haben, sich gegen Umbrella zu stellen, logischerweise. Okay. Nochmal hochwertig. Gib mir mehr Hochwertiges. Ich habe da nichts dagegen. Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Okay. Synthese? Ich muss ihn selbst herstellen? Okay. Muss rausfinden, wie. Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. Aber jetzt werden da die Zombies aufstehen. Oder? Nee, doch nicht. Okay. Impfstoffgerät. Wir gehen trotzdem mal weiter in die Richtung. Ach, können wir gar nicht. Okay. Oh, nö. Was sind denn das alles? Sind alles Hunter oder irgendwas? Oh, Umbrella. Also manchmal gehen sie mir schon ein bisschen auf den Sack mittlerweile. Wir werden die Folge... Eigentlich sind wir jetzt schon so ein bisschen... Haben wir die Zeit jetzt mittlerweile schon gemacht, aber ich denke mal,
dass wir jetzt einfach durchziehen, dass das jetzt einfach die letzte Folge Resi 3 ist. Erstmal. Ja, ich glaube, wir müssen zurück bis zu der Tür, wo wir am Anfang waren, die nicht aufging. Ach, hier ist sie ja schon. Lol. Stimmt. Sperre aufgehoben. Sperre aufgehoben. Oh nee, nicht so ein... Oh, wow, okay. Ich verstehe. Alles klar. Alles klar. Drei unsterbliche Viecher. Was soll das? Ich lese mal das Dokument. Versandbestätigung. Fracht Nemesis. Ah ja. Okay. Gefangen. Gut, Klasse 1. Transit in den Vereinigten Staaten ist per Helikopter durchzuführen. Lassen Sie beim Abheben und der Landung extreme Vorsicht walten. Ein Schock gegen das Paket kann unter Umständen zur Eigenaktivierung führen. Wir hier an der europäischen Zweigstelle freuen uns schon darauf, Ihre Meinung und Einschätzung zu diesem neuesten Prototyp zu hören und sind erfreut, Ihnen dieses Muster zu Testzwecken zuzusenden. Es wurde zahlreichen Tests unterzogen und verfügt über eine unglaubliche Zerstörungskraft. Bitte lassen Sie bei einem Einsatz äußerste Vorsicht walten. Leitender Entwickler Dr. Hermann Frankl. Alter, Nemesis kommt aus Europa? Das habe ich auch noch nicht gehört. Ey, mal ohne Scheiß, ne? Wie wirkt denn sowas hier auf die Viecher? Gar nicht. ich verstehe. Es ist so unfair. Ja, jetzt bin ich tot, ne? Okay. Das ist ja eine behinderte Stelle. Gut, dass hier ein Speicherplatz war. Fuck. Am Moment, haben wir jetzt noch die Dings? Nee, haben wir nicht. Wow, das ist das erste Mal, dass wir wirklich relativ weit... Ist ja relativ weit, in Anführungsstrichen. Zurückgeworfen würden. Oh shit. Ja, jetzt bin ich zu greedy. Jetzt bin ich gerade zu greedy. Man kann auch noch selber brennen. Was mache ich hier? Auf die Map gucken wollte ich. Genau. Alles richtig. Holen uns jetzt wieder die Keycard. Eigentlich brauchen wir ja wirklich nur das Ding hier holen. Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Überspringen. Das brauchen wir uns ja alles nicht reinfahren. Gut, wir können uns vielleicht noch die... Hinten lag doch noch Pistolenmuni oder irgendwas. Hochwertiges Schießpulver und Pistolenmuni, genau. Die müssen wir ja nicht liegen lassen. Und dann machen wir das Ganze eben nochmal. Moin. Ich glaube, wir sollten jetzt nochmal speichern. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Falls wir nochmal sterben sollten. Obwohl ich nicht so richtig weiß. Wie das hier gemeint ist. Aufgehoben.
wir brauchen auch nur dafür diesen Schlüssel. Man holt ihn da oben, ne? Und steckt ihn geschlagene 2 Sekunden später irgendwo rein. Das finde ich ein bisschen... Ja. Wahrscheinlich killt ihn nicht mal das. Nicht mal ein Headshot mit der Mac. Oder etwa doch? Ist das die Lösung? Ein Headshot mit der stärksten Waffe im Spiel? So. Da haben wir wohl das erste... Die erste Ressource für den Impfstoff. Eine Kultur. Kann ich damit den Impfstoff synthetisieren? Sag mir nicht, dass ich nur das brauche. Hallo, du solltest tot sein. Vielen Dank. Hier ist noch so eine Figur irgendwo. Ach, da unten. Mittlerweile furze ich direkt komplett auf Munition. Ey, sag mir jetzt nicht, das war's schon. Wir müssen jetzt einfach zurück und dieses eine Ding einsetzen. Ich dachte, locker 3. Bitte um Waffengenehmigung, oder? Ja. Sehr geehrter Dr. Emerson, ich möchte Sie offiziell darum bitten, die Waffen, die normalerweise dem Biowaffensynthese-Team vorbehalten sind, auch den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Aufnahme und Verabschiedung von Testpersonen beauftragt wurden. Diese Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Biowaffenprodukte, aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung ratsam ist, wie unten erläutert. In letzter Zeit haben einige Testpersonen eine neue Mutation entwickelt, die sie mit sehr hohen Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Unser Team nennt diese Exemplare Paleheads. Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regenerierungsrate dieser Paleheads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten. Im Falle eines Systemausfalls der Anlage wäre unser Waffenarsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in den Abteilungen für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft auszustatten, die in der Lage sind, Paleheads zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und sicher evakuieren können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bla 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 bla. Gut, also denke ich schon mal, dass in... Alter. Warum? Bist du so schnell? Du Wichser. Also der Palehead... Doch, der ist wirklich tot, ne? Also scheint das die einzige Waffe zu sein, die Paleheads killt. Ich will nur unter keinen Umständen vorbeischießen. Bei unseren wunderschönen Freunden. Noch ein Palehead. Okay. Dich knall ich genauso um, mein Freund. Wofür habe ich sonst die Hawk? Jetzt muss ich die bloß noch treffen. Ja, wenn ich hier Munition vergeude... Ah, ist schon geil. Ist schon eine geile Waffe. Rumpelt im Gebälk. Das haben wir schon gelesen. Ist noch ein Palehead. Es ist noch ein Palehead. Leck mich doch am Arsch. Können wir hier drunter kriechen? Nee. Na! Na! Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es einfach. Ja, come on! Ja, wo ist denn der Ausgang? Wo ist er denn? Wo renne ich denn hier gegen? Das ist so lächerlich. Nee, sterbe ich lieber. Also 5-mal daneben schießen? Nö. Nö, das mache ich nicht mit. Da mache ich diesen ganzen Wichs. Ach nö, komm. Ach komm schon.
Ach komm schon. Na gut, wir haben jetzt hier gesaved, ne? Ja, ist noch im Rahmen. Ist noch im Rahmen. Uncool, aber noch im Rahmen. Scheiße, Mann. Das war natürlich jetzt nicht die Absicht. Die nerven mich so. Ich kotz im... Ey, mit Gamepad ist es so widerlich. Ich spiele wirklich lange mit Maus und Tastatur. Ist noch nie tot, ist noch nie tot. Warum sollte er auch sterben? Unmöglich, die zu treffen, ey. Der Kopf kann nicht mehr wackeln. Er kann nicht mehr wackeln. Boah, es ist so... Es wird dich anstrengend, die zu treffen. Ich nehme mal kurz Maus und Tastatur. Viel einfacher. Einfach mal, um die Payload zu killen jetzt. Nehme ich Maus und Tastatur. So. Haben wir das gelöt noch mit? Jetzt geht die Folge schon 46 Minuten. Jetzt wird es langsam echt lang, aber ist egal. Wir ziehen das jetzt durch, Freunde. Kann ich damit den Impfstoff synthetisieren? Wir spielen das jetzt durch. Ganz normale Headshot-Anzahl. Das Ding haben wir ja schon. So. Da liegt noch der Palehead rum. Der ist wirklich schneller, ne, als die anderen. Ah, die Maus-Sense ist schon ziemlich räudig eingestellt. Ich habe gar nicht die richtige Waffe. Bam! Das ist ein Rumgewackel, ne? Oh, du nervst, Kollege. So nervig! Ich hasse mein Leben. So, jetzt reicht's ja, ey. So viele vor allen Dingen. Kommt hier noch einer? Hier kommt doch noch einer, oder? Oh, okay. Jetzt können wir nicht mal mehr die Muni mitnehmen. Die können wir kombinieren. Dann haben wir noch zwei Schuss. Laden die hier rein. So. Noch mehr zu lesen. Nachricht eines Wissenschaftlers. Es ist passiert. Unser Worst Case ist eingetreten. Das T-Virus ist irgendwie entkommen. Dr. Bart hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffs herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus-Antigens vorbereitet. Jetzt muss ich sie nur noch mit dem Adjuvans kombinieren, um die Wirkung zu verstärken. So sollte ich in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren, um alle überlebenden Bürger zu retten. Die Adjuvanzproben werden im Inkubationslabor gelagert. Testpersonen streifen bereits durch die Korridore. Aber ich muss einen Weg finden, an diese Proben zu gelangen, während die Kultur reift. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, schließe bitte den Synthesevorgang ab. Versuche einen Weg zu finden, diesen Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindeste, das wir tun können, nachdem wir diese schrecklichen Ereignisse in Bewegung gesetzt haben. Oh, oh.
Also die Wissenschaftler hier zeigen echt Reue. Ein Ticken spät? Kann ich das nicht gleich kombinieren, Mann? Ich brauche schon wieder eine Truhe, ne? Aber natürlich. Das muss die Stromversorgung sein. Ey. Bist du jetzt mal tot? So, was haben wir hier Schönes? Ein First Aid. Gut, jetzt nehmen wir hier noch das Kraut. So. Jetzt war gerade eine Truhe nicht schlecht. Oh nee, jetzt sind wir jetzt schon hier. Aber wir haben doch noch so viel nicht entdeckt. Die hier etwa produziert? Scheint so. Oh, das ist sehr gut. Jetzt haben wir Brandgranaten aus Zufall hergestellt. Ja, es ist schon echt widerlich. An jedem Resident Evil muss es am Ende eine Szene geben, wo man riesige Reagenzgläser mit irgendwelchen Monstern hat. Es ist mittlerweile schon Resident Evil Standard. Aus dem Weg. Okay. Könnt ihr bitte sterben? Alter. Holy! Warum stürmen wir? Ich glaube, ich muss das Vieh da oben töten. Ja. Das ist unangenehm. Ja. Meine Güte, jetzt haben wir hier fast die ganze Pistolenmuni aufgebraucht. Ach. Also von denen lasse ich mir nicht mal ans Knie pissen, sorry. Da haue ich die Colt-Munition einfach weg. Leute. Wie soll ich denn das alles mitnehmen? Never ever, Alter. Ich wollte gerade sagen. Schön liegen bleiben. Ausdruck meiner Besorgnis. Sehr geehrter Dr. Frankel, also in dieser Folge haben wir echt arsch viel gelesen. Bitte erlauben Sie mir, Ihnen meine herzlichsten Gratulationen für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Ein fürwahr beeindruckender Erfolg im Bereich der Biowaffenforschung. Einen parasitären Organismus in das Gehirn eines Tyrant einzuführen, um ihn extern zu kontrollieren? Ich kann nicht umhin, um solch einer brillanten Idee beeindruckt zu sein. Jedoch muss ich von einem medizinischen Standpunkt, Standpunkt aus, meine Missbilligung zu diesem Abweichen von den etablierten Umbrella-Richtlinien aussprechen, indem
sie sich der Verwendung von Parasiten zugewandt haben, schaffen sie einen gefährlichen Präzedenzfall. Viren können im Zaun gehalten werden. Ich bin der festen Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde ein effektiver Impfstoff entwickelt werden kann. Übliche Forderungen und genug Proben vorausgesetzt natürlich. Können Sie jedoch dasselbe über Parasiten sagen? Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln. Parasiten wie das Plasmodium sind genetisch weitaus komplexer als das T-Virus und zu glauben, man könnte sie steuern, ist äußerste Torheit. Womöglich sind Konsumenten in ihrem Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu kaufen, aber hier in Amerika wissen sie es besser. Aber mir fällt ein, dass sie ja einen Abschluss in Wirtschaftslehre besitzen. Also haben sie sicherlich schon einen brillanten Marketingplan erstellt, um die Schwarzmaler für sich zu gewinnen. Ich freue mich auf Ihre Rede im Forum in Berlin nächsten Monat. In der Zwischenzeit werde ich medizinische Lösungen zu diesem anmaßenden Problem auskundschaften, das Sie uns aufgedrängt haben. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Bart. Ach schön, man kann's kombinieren. So, jetzt muss ich den Kram nur noch... Ach nö, das wollte ich nicht kombinieren. Aber ist egal. Gib mir bitte noch mehr Schießpulver. Ich brauche mehr Schießpulver. Wie widerlich. So, Freunde, jetzt haben wir das ganze Zeug. Jetzt müssen wir es nur noch in das Labor schaffen und da den Impfstoff draus erstellen. Aber ich könnte wetten, dass da uns noch irgendwas in den Weg gestellt wird, der sich gerade... Ich wusste es. Musste das passieren? Musste das jetzt unbedingt passieren? Freunde! Okay. Also tut euch das einfach mal nichts. Ist ja gut zu wissen. Also... Come on. Eine Munitionsverschwendung, ey. Aber ist jetzt egal, Freunde, wir wollen jetzt hier durch. Wir wollen jetzt hier einfach durch. Also das ist im Speedrun auf jeden Fall eine Szene, wo wir ja schießen müssen. Hier können wir ja nicht einfach vorbeirennen. Mal sehen. Also das Labor stelle ich mir Speedrun-mäßig richtig widerlich vor. Aber das werden wir alles noch erfahren. Jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viel Munition verbraucht. Oh, ich hätte mich so geärgert, wenn wir hier einfach durchgerannt werden. Hätten wir an dem ganzen Käse nämlich nochmal vorbei müssen, das wäre nicht so geil gekommen. So, das kombinieren wir. Reicht das an Muni oder müssen wir die Flinte mitnehmen? Ist die große Frage, ne? So. Weiter geht's, Freunde. Die Folge zieht mal durch. Wir sind jetzt bei einer Stunde.
Ist aber nicht so wild. Mal eine lange Folge zum Ende. Warum nicht? Der ist tatsächlich immer noch nicht tot? Ach, das war der Zombie, den wir vorhin ausgelassen haben. Oh, hier liegt noch eine Notiz. Ah, kein Bock. Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Natürlich. Ach. Okay, wir müssen alles auf grün bringen. Natürlich gehe ich hier nicht mit Kopf ran. Gut. Also dumm rumdrücken scheint doch nicht zu funktionieren. Was macht denn jeder Einzelne? Bam, der bringt was drauf. So richtig verstehen tue ich es nicht. Ich erkenne kein Muster. So, jetzt haben wir alle auf Null. Wenn alle mal dasselbe machen würden. Zack. Ach, Moment. Das war's doch. Perfekt. Ja, gut, ich habe das System verstanden. Hätte man weglassen können. Fand ich jetzt nicht des Rätsels wert. Synthese abgeschlossen. Bitte entfernen Sie die Kartusche. Ach, das sieht geil aus. So, Nikolai. Du stehst doch bestimmt schon hinter mir. Oder halt Nemesis. Aus der Anlage fliehen, ist mein Ziel. Freunde, es fühlt sich sehr nach Finale an. Ich denke, wir sind jetzt bald vom letzten Bossfight. So widerlich. Kriecht, Jill. Aber Nemesis wäre ja nicht Nemesis, wenn er das nicht einfach überlebt hätte. So, genau. Noch mehr Items. Alter, das ist so hardcore, was man hier zugeschissen wird mit Items. Das ist ja der Wahnsinn. Guck dir das einfach an. Es wird komplett übertrieben.
Oder? Das kann man doch eh nicht alles benutzen. Guck dir diesen... What the fuck, einfach, Mann. Okay, wir haben das. Ich bin kurz davor, die Pistole abzulegen. Ganz ehrlich. Gut, wir nehmen vielleicht nicht dreimal Heilung mit. Legen wir das hier kurz ab. Damit wir mal alle Items noch einsammeln können. So. Weg damit. Den nehmen wir mit. Das ist der Impfstoff, den nehmen wir sowieso mit. So, und jetzt nehmen wir noch Granaten mit. 2 Stacks Explosives, oder? Dann sollte es doch vielleicht gut sein. Mal gucken. Mal gucken, Freunde. Entsorgungszentrum. Okay, vielleicht geht das Spiel doch noch ein bisschen zu lange, Freunde. Ich bin mir nicht sicher. Was in Gottes Namen ist das hier? Wenn hier der Bossfight stattfindet, wird das eine 2-Stunden-Folge? Bestimmt. Ich teile es jetzt nicht mehr auf. Ach, nochmal Brandgranaten. Okay, danke. Dankeschön. Das ist ja nett. Spielen wir irgendwie auf Easy oder so? Was ist hier los eigentlich? Wo steht die Schwierigkeit? Weil man wird wirklich... Es ist wirklich viel. Wir haben wirklich viel dämlich rumgeballert. Und man wird die Munition einfach nicht los. Ich will mich auch nicht zu früh freuen. Vielleicht kommt noch eine Szene, wo ich mir denke, ach, hätte ich mal noch ein bisschen mehr Munition gehabt, dann wäre es mir jetzt besser gegangen. Da ist er ja. Ist es vielleicht der Final Boss Fight? Was haben wir denn hier? Nikolai, stopp! Die Stadt braucht den Impfstoff! Mehr als ich? Wie es scheint, sind meine Weisheiten immer noch nicht zu dir vorgedrungen. Ja, ja, Menschenleben sind unbezahlbar. Aber ich bin in diesem Geschäft, um bezahlt zu werden. Machen wir einen Deal. Du gehst runter, bekämpfst den Nemesis und ich filme alles und verkaufe die Kampfdaten. Gib mir eine gute Show und vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff. Deal? Gut. Ach, Nikolai. So ein Wichser. So, Freunde. Das wird jetzt lustig. Das war knapp. Jill, bist du das? Carlos? Dir geht's gut. Ich halte für dich Ausschau. Gute Idee. Ah, er lebt noch, okay. Okay, das sah schon ein bisschen geil aus. Ach, mach doch jetzt nicht diesen. Die Mechanik haben wir doch schon in einem anderen Bossfight gesehen. Zombies! Tut dann die Not, oder? Er versteckt sich hinter Tank 6! Er ist hinter Nummer 6! Ah!
Hält doch mehr aus, als ich dachte. Mist. Da kommen noch mehr. Ich glaube, wir haben nie genug Munition, Freunde. Nummer 5. Ach, hier die beiden Pets. Das wollte ich zwar nicht treffen, aber auch gut. Ja, come on. Kannst du mal ganz kurz aufhören, bitte? Danke. Alter, der verreckt nicht, ne? Shit. Alter, man kann nicht ausweichen. Nein! Ich habe keine Heilung mehr, Nemi. Komm schon. Ja, wir haben jetzt keine Heil-Items mehr, wir sind auf Warnung und. Da kommen noch mehr! Da kommen noch mehr! Bitte versteck dich mal hinter dem Tank. Nummer 2! Oh Gott. Was ist das jetzt bitte? Ich schick dir den Kran. Kletter daran hoch. Komm schon. Komm schon. Jill, bleib zurück. Jetzt steig drauf. Boah, ist das widerlich. Unangenehm. Okay, ich treffe dich weiter vor. Nikolai, wo bist du hin? Nikolai fehlt noch auf unserer Liste, stimmt. Ich muss den Impfstoff zurückbekommen. Er hatte den Impfstoff. Das habe ich schon wieder fast vergessen. Einfach das komplette Inventar leer geholzt. Können wir noch was kombinieren hier? So, zack. Dann nehmen wir noch mehr Granaten mit. Brandgranaten mit Sprengstoff BAB. A, haben wir nochmal B? Ne, ne? Doch, haben wir nochmal B. Okay. Dann kombinieren wir das Ganze mal. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder neu sortieren, Freunde. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich will das Spiel jetzt auch langsam mal durchhaben.
Aber wir hängen jetzt an diesem Let's Play schon sehr lange. Gut, ich hatte nicht wirklich immer Zeit zu spielen. Aber es ist schon wirklich lange. Es ist schon wirklich extrem lange. So, jetzt nehmen wir mal diesen ganzen Hafer mit. Und kombinieren wir ein bisschen Muni für die Pistole. Gut. Damit wir mal unser Inventar lernen. Das ist nämlich langsam wirklich arg nervig. Noch mehr Brandgranaten. Nehmen wir nochmal die Explosivgranaten mit. Und die Schrotflinte vielleicht auch noch. Gut, da haben wir nicht mehr viel Inventarplatz, ne? Wenigstens einmal Heilung weg. Gut. Ich denke, wir sind für den nächsten Bossfight gut gerüstet, Freunde. Also das wird schwierig, ne? Die Endfights kosten natürlich extrem Ressourcen. Das im Speedrun dann zu machen, wird schwierig. Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl. Nein, 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 nein. Du bist Geld wert. Ich mag Geld. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe. Was? Ist das denn? Hast du je sowas Erstaunliches gesehen? Die Daten darüber wären Millionen wert. Aber du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. Viel Glück! Nikolai! Jill! Schnapp dir Nikolai! Er hat den Impfstoff! Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon. Ich pack das schon. Klar tust du das. Hör zu. Nur, dass du es weißt. Es ist das letzte Mal. Das ist definitiv der letzte Fight. Hat ein bisschen Schaden gemacht. Ausgabefach wird geöffnet. Das gefällt mir schon. Ah, die Waffe. Okay. Alles klar. Oh, oh, oh. Das ist halt die Knecke wieder. Mist, sie braucht Strom. Okay, da hat man jetzt gar keine Waffen mitnehmen müssen, sondern einfach nur Heilmittel. Okay, das klappt so schon mal nicht, also brauchen wir doch Waffen. Heftig. Also, dass das Spiel zum Ende nochmal so wird, das hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Wir nehmen mal noch mehr Heilung mit. Zum Glück haben wir ja noch ein bisschen was. Dann versuchen wir nochmal unser Glück.
Ausgabefach bitte öffnen. Das gefällt mir schon besser. Eine etwas übertriebene Waffe. Dass Jill das doch einfach, dass sie einfach so stehen bleibt. Es ruppt den Beton unter ihr auf, aber sie bleibt einfach stehen. So. Mist, sie braucht Strom. Geht das so mit Pistole? Das tut dir weh, was? Willst du noch mehr? So, jetzt ist er erstmal lahmgelegt. Ey, das dauert ja wirklich ewig. Kriegt man wenigstens zwei aktiviert in einer Phase? Gut. Fuck. Und Warnung, krass. Ich kann wetten, das Ganze muss man nochmal machen. Ich meine, ich hoffe es nicht. Was? Komm schon! Das nächste Mal verpiss dich einfach! Alles klar, Mann! Wow! Vielleicht ist er ja noch nie tot. Ich war mir nicht sicher, ob er tot ist. Bin ich los. Nee. So. Na schön. Schöner Bossfight. Aber wir können durch die gallertartige Schneise durchgehen, ja? Super. Alter. Sowas Übertriebenes. Ich muss sagen, daher, dass sich das Spiel sowieso nicht so ernst nimmt, ist es voll okay. Es ist okay. Es ist haarscharf vorbei an peinlich, aber hat trotzdem Unterhaltungswert gehabt. Wobei nicht mit dem Impfstoff entkommen lassen. Ich hoffe, Carlos konnte ihn aufhalten. Na, den Fahrstuhl kennen wir doch. Aus dem zweiten Teil, das haben sie wohl überall. Da wurde ich gerade nochmal ein Vieh gemeldet. Habe ich da gerade einen Schrei gehört? Ach, ist draußen, okay. Oh nein. Hörst mich nicht auf. Habt ihr das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du gerade getan hast? Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. 10 Minuten bis zum Raketeneinschlag. Ah. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu gehen. Leb wohl, Miss Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest.
Komm, Jill, mach was. Schieß. Jill! Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treff dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Oh Gott. Carlos! Hey, ich sag doch, ich lass dich nicht allein zurück. Das wäre einfach zu grausam. Erschieß den Wichser jetzt endlich. Was ist mit ihm? Wieso das alles? Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst. Ich bezahle, was immer du willst. Du bist ein Narr. Du bist ein Narr! Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie. Ein paar Ermittlungen machen mir nichts. Jill, alles okay? Da ist sie. Oh, geil. Also nicht so geil, aber die Szene gibt's noch im Originalspiel. Gehabt. Es ist endlich vorbei. Bis dann, Raccoon. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hitze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tode war kein Virus. Es war Gier. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für allemal. Freunde. Anderthalb Stunden hat es noch gedauert. Wir haben es ja nicht geschafft. Wir haben das Spiel endlich durchgespielt. Das war halt so ein bisschen mein Ziel, muss ich ganz ehrlich sagen. Damit ich endlich mit dem Speedrun anfangen kann und damit das Spiel auch endlich mal abgeschlossen ist, damit wieder mal ein Let's Play auf dem Kanal abgeschlossen ist. War ein cooles Spiel. War ein geiles Spiel, hat Spaß gemacht. Ich habe mir trotzdem ein bisschen was anderes vorgestellt. Wer das Originalspiel auf der PS1 kennt, ich bin halt Fan dieser alten, behäbigen, langsamen Survival-Horror-Spiele. Resident Evil 1 bis 3 haben mich weggeblasen damals. Fand ich total geil. Der zweite Teil, das Remake vom zweiten Teil, fand ich mega gut gelungen. Hat so ein bisschen Spagat gut geschafft zwischen Action und Grusel und Behäbigkeit. Der dritte Teil jetzt war mir, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen zu einfach. In dem Sinne, jetzt nicht der Bossfight, der war einigermaßen anspruchsvoll, alles gut. Sondern im Sinne von Rätsel, sich im Gebiet auskennen, hin und her laufen, so, das war alles straightforward und ein bisschen zu viel Action. Bisschen zu viel Over-the-Top-Zeug, wie zum Beispiel dieser Endfight gegen der letzte Endfight gegen Nemesis mit dieser Ultra-Waffe und dieser Schneise, die wir da reingeschossen haben. Ich muss mir nochmal im Original angucken. Ich weiß nicht mehr genau, wie es geendet hat, aber so glaube ich nicht.
Ich glaube nicht mit so einer Superwaffe und so einer Ultramutation. Ich glaube, es war relativ normal. Ich kann mich zumindest nicht an sowas erinnern. Trotzdem war es ein gutes Spiel. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Es hat mich über die komplette Länge unterhalten. Es war relativ kurz. Mehr wie 6-7 Stunden hat das jetzt auf jeden Fall nicht gedauert. War ein cooles Zutun zum zweiten Teil, muss ich sagen. Hätten sie jetzt den dritten Teil des Remake vorm zweiten rausgebracht, würde ich sagen, würde schlechter dastehen. So muss ich sagen, war es nochmal eine coole Fortsetzung als Remake gefasst. Deswegen bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Freunde, ich verabschiede mich an dieser Stelle, lasse natürlich wie immer den Abspann noch laufen. Ich werde mich jetzt dran setzen, das Spiel zu speedrunnen, werde sehen, wie so der Flow ist, ob mir das auf lange Sicht Spaß macht. Ich denke aber doch, wenn es nämlich so eine Stelle gibt im Run, die so exorbitant schwer ist, dass man es einfach nicht schafft und 10.000 Mal wiederholen muss, finde ich es ein bisschen zu hart für mich persönlich als Speedrun. Es muss schon einigermaßen Anspruch haben auf jeden Fall, aber es muss auch schaffbar sein. Und wenn es das ist, ich gucke mir wie gesagt mal die Speedrun-Strategien an und gucke mal, ob das was für mich ist. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr, weil ich hätte Bock, das zu speedrunnen, wenn das überhaupt nicht mein Fall sein sollte. Wenn ich das Spiel nicht schaffe, dann setze ich mich nochmal in den zweiten Teil und werde das versuchen zu speedrunnen. Auf jeden Fall will ich einen der beiden Spiele mal auf Twitch runnen. Da habe ich Bock drauf und das werde ich auf jeden Fall machen. Gut, Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr es hier schaut. Ich hoffe, das Let's Play hat euch im Gesamten ganz gut gefallen. Ich hatte mal wieder Spaß beim Aufnehmen. Ich habe in letzter Zeit leider nicht so viel Zeit dafür, aber werde wieder in Zukunft mein Bestes tun, um neue Folgen, neue Videos auf dem Kanal zu bringen. Gut, Freunde, was spielen wir als Nächstes? Ich denke mal Dark Souls Daughters of Ashe endlich mal weiter. Das ist ja auch noch so ein Ding auf dem Pile of Shame, den wir noch abarbeiten müssen. Da wird auch noch sehr viel kommen, auf jeden Fall. Dann haben wir noch Blair Witch, wo ich mir überlege, es abzubrechen, weil ich im Internet viel darüber gelesen habe, dass das Spiel absoluter Murk sein soll, auch im späteren Spielverlauf. Mal sehen. Aber egal, Freunde. Dazu später mehr an anderen Videos. Ich lasse euch jetzt noch mal alleine mit dem Abspann. Vielleicht kommt noch eine kleine Szene danach. Ich bin erstmal raus. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Macht es gut. Tschüss. Bis dann.